Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria mit mir, dem Erik. Ja, ein Einzelspielerprojekt wieder nach Bedrock Theater. Wobei mir gerade einfällt, statt Bedrock Theater kommt ja eigentlich Hearthstone, aber ich wollte unbedingt Terraria. Ich habe davor mal Terraria gespielt, hatte auch eine gute Welt, war auch schon ziemlich weit, muss man sagen. Und dann musste ich meinen PC neu aufsetzen und alles ist weg. Ich dachte, es würde sich in dem Steam, in der Steam Cloud würde sich das abspeichern. Aber ist nicht. Und naja, jetzt muss ich nochmal alles von neu machen. Wie man ja sieht, wir werden uns gleich mal einen Charakter stellen, der so aussieht wie der hier. Aber schon in der Welt reingespielt. Aber ich dachte mir, da ich hier noch von neu anfangen muss, komm, nehmen wir lieber auf, weil das Spiel bockt dir ja eh so und du suchtest das ja eh so durch. Und muss ich mir später gucken. Für wann ich das rein tue. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas frei kriege oder so in der Woche. Deswegen, ja, machen wir Einzelspieler. Das Problem ist, der Inventar wird ja auch vom Charakter übernommen, oder nicht? Gut, machen wir uns aber erstmal trotzdem wieder, ne, hier. Machen uns geile blaue Haare. So. So, genau. Die Augen. Da können wir mal grün. So, Haut. Ach klar, doch alienmäßig und so. Voll geil. So. Hey. Läuft ja. Ich hab blaue Sachen an, ne? Ja, ich hab alles blau. Alles blau, Junge. Unterhemd. So, Hose. Natürlich alles blau, ja. Wir sind nämlich ein geiles Alien, ja. Auf diesem Planeten. Schuhe. Ach, sollen wir grüne Schuhe machen? Komm, machen wir grüne Schuhe. Boah, geil, ey. Wir sind eine richtige Styler. Ja, ohne Witz. Ja. Da soll mal einer sagen, dass Terraria nicht pervers ist, ja. Geil, so. Softcore. Ja, wir spielen auf Softcore mal, ja. Fürs Erste. Stellen mal unseren Charakter und nennen ihn. Ja, wie gesagt, Erik. Akzeptieren. Jetzt haben wir zweimal Erik. Oh, verdammt, wir hatten grüne Haare. Ich wusste es. Gut, dann hat der jetzt blaue Haare, das ist mir jetzt egal. Dann nehmen wir den, machen natürlich eine neue Welt und die würden wir mittel machen. Die andere war davor groß, ja, und schreiben wir mal hin, LP. Ach, ich liebe Terraria, ja. Muss man mal sagen, ich liebe Terraria. Es ist ein geiles Spiel, es hat so einen großen Suchtfaktor einfach nur. Weil es so viele Möglichkeiten gibt, was du machen kannst. Es gibt natürlich sowas wie Starbound oder sowas oder auch zigtausend Nachmachen davon, aber Terraria, das richtige Terraria ist einfach das einzig wahre. Ja, schlauer Satz von Erik wieder. Es ist einfach cool, es macht Bock. Hier kann man Laserschwerter machen. Hier kann man Laserschwerter machen. What the fuck, Alter? Das ist ja richtig geil, ja? Ich meine, ja. Und wir werden auf jeden Fall dieses geile Spiel spielen. Ich weiß aber leider nicht, was das Ziel von Terraria ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es gibt gar kein Ziel sogar. Vielleicht doch. Also es gibt auf jeden Fall Endgegner und wir werden mal gucken. Ich werde mich mal schlau machen im Spiel, ja. Weil es so gibt. Immerhin in einem Wald gespawnt. So, das erste, ja, wie in Minecraft, erstmal Holzfarm. Toll, was alles. Ja, alles klar, alles gut. Ja, es gab auf jeden Fall Updates, so viel muss man dazu sagen. Und es wurde ja ein neues Terraria angekündigt. Das Terraria Otherworld. Soll kein Sequel sein, meinen sie. Oder sagen sie, eher gesagt. Gut, so, kann man jetzt glauben. Ich glaube es auch, wenn ich ehrlich bin. Komm her, du Glibber. Ach, oh, da hatte ich einen Ruckler, du Arsch. Alter, wie hoch springst du bitte? So. Freue mich aber auch auf Otherworld, wenn ich ehrlich bin. Hat auch eine geile Grafik, gab ja schon Trailer dazu. Feier ich, muss ich sagen. Freue ich mich auf jeden Fall. Hole ich mir bestimmt. So. Ich bin der übelste Terraria-Fan. Muss man einfach so sagen. So, Glibber, warum ich den jetzt die ganze Zeit hier verhaue. Man muss wissen, man braucht Glibber, um Fackeln zu machen. Das ist hier nicht mit Kohle. Ja, ich weiß, ist mit Glibber. Da ist sogar Minecraft realistischer. Mit Kohle Fackeln zu machen, statt mit Glibber. Aber hey, es ist Terraria. Du kannst hier Laserschwerter machen. Ich will ja nichts sagen. Das ist ein Hase, Alter. Ja, Nahrung. Braucht man hier eigentlich nicht.
ist nur zum Leben heilen. Also es gibt hier keine Nahrungsanzeige oder so. Da unten sehe ich auch schon eine kleine Höhle. Alter. Ist ja vielleicht da eiskalt das Teil. So, du Spasti, so. Ja, du hast auch schon... So, hier, das ist nämlich Eisenerz. Oh, geil, ja. Ey, greifen wir nicht den Typen, oder? Was soll das? Auf jeden Fall kann man hier auch NPCs einziehen lassen. Händler und so was in der Art, so weißt du. So, oder Heiler. Ein Heiler kann man, so eine Krankenschwester quasi, kann man hier einziehen lassen. Dafür muss man Häuser bauen. Diese Häuser müssen enthalten einen Stuhl, einen Tisch, Beleuchtung, ein Dach halt und eine Tür halt. Das, mehr braucht es eigentlich nicht. Und für den Spacken hier, für den Brandon, müssen wir auch noch was machen. Wir sollten uns aber... Komm, so. Gehen wir ein bisschen näher an Kunden. Was wir auf jeden Fall finden werden und müssen, ja, ist das geile, Oh, jetzt hab ich's vergessen, fuck. Fuck. Ich habe es vergessen, Leute. Ich weiß es gerade nicht mehr. Scheiße, wie hieß es denn? Och, nö. Ich habe es vergessen. Scheiße, Mann. Schade. Ist auf jeden Fall so ein komisches Gebiet hier. Es gibt ja auch Biome. Es ist auch so ein komisches Biom, so, weißt du, was ich meine? Also... Ja, pflanzen wir ein paar Bäumchen hier wieder an. Oh, da ist Kupfer. Das ist gut. Pilze. Damit kann man sich Mana-Tränke machen, so viel ich weiß. Den Spacken bauen wir auch noch mit. So, wir bauen auf jeden Fall uns jetzt mal ein Häuschen gleich. Nehmen wir voll das Kupfer mit. Also in diesem Spiel, das Spiel wird eigentlich nie langweilig, ja. Wenn man so sieht, es gibt immer Sachen zu erkunden, es gibt immer Sachen zu machen. So, coole Endbosse, die kann man selber spawnen lassen oder die kommen irgendwie nach einer Zeit, wenn man irgendwas... Alter, ohne Witz, ne? Ja, machen wir das mal so. Ich hasse dieses Kurzschwert, ey. So ein Langschwert ist viel besser. So. Weil mit so einem Langschwert kannst du die ganze Zeit so hauen und die kommen halt nicht von oben und auf dich dran. Ah, tut mir leid, ich musste husten. Hat schon blauer Glibber, das muss was heißen. Ja, hauen wir ab, so. Ach, komm, fuck auf, ey. So. Geh. Haben auf jeden Fall einen schönen Wald erwischt, muss man sagen. Zum Glück. Ich hasse nämlich Schneebiome. Das geht gar nicht, ja. Ich hasse sie so vom Herzen. So. Spacken, hier müssen wir irgendwo ein Häuschen machen. Und mir auch noch. Ich kann ja mit dem zusammen. Guck dir den an. Brandon, Alter. 250 Leben, Junge. Der Typ weiß Bescheid. So. Jetzt gehen wir noch da. Wir machen erstmal. Oh, verdammt. Wir machen erstmal die Fläche hier eben. Machen wir hier unser erstes Häuschen hin, weil bald ist auch dunkel und in der Nacht kommen Monster. Ja, die wollen uns richtig harten Arsch ficken, ja. Sagen wir es mal so. Und die sind nicht gerade nett zu uns. Zombies gibt's hier auch. Genau wie in Minecraft. Und hier gibt's. Was gibt's hier noch? Genau, was hier gibt. Skelette, genau, Skelette, aber die nicht Pfeile schießen, sondern die einfach so gefährlich sind. Die ziemlich abfucken können. So, gehen wir. Ich glaube, das war zu hoch. Da gucken wir mal. Ja. Ah, wir können ja so mehrstöckiges machen, wenn wir wollen. Von mir aus kann ich auch im zweiten Stock leben. So, der Spacken lässt mich in Ruhe. So. So, Escape, hier ist das Crafting-Menü. Na, hier werden wir uns gleich noch so eine Werkbank, da können wir auch mehr machen direkt. Erstmal machen wir uns Fackeln. Ja, wir haben den Glibber nicht umsonst gesammelt. So, Rechtsklick kann man auch schön so ganz schnell alles craften. Ach, der Glibber. So, machen uns auch nochmal eine Werkbank. Campfire, ja. Man kann damit sein Leben schneller regenerieren, wenn es in der Nähe ist. Es soll eigentlich auch den Spawn bestimmen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe es nie herausgefunden. Verklagt mich nicht. So. Ich platziere mich hier hin. Ach, da seht ihr auch. Da ploppt schon viel, viel mehr auf. Man kann hier draufklicken, ja. Und kann dann mal gucken, ob man hier mal so machen kann, weißt du? So. Als erstes machen wir mal eine Holztür. So.
brauchen einen geilen Stuhl. Einen geilen Tisch. Machen. Ja, weiß ich nicht. Pet? Petroleumfackel. Ja, wow, supi. Brauche ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber mal hier mal unsere geile Tür rein. Das. Ne, das brauchen wir. Lassen wir hier. Das lassen wir das. Und. Das. So, aber natürlich braucht dieses geile Teil ja noch eine geile Holzwand. Ja. Denn sonst lässt es sich hier drin nicht gut leben. Ja, die Werkbank werden wir gleich nach oben transportieren. Holzwand. Da ist eine Holzwand. 112. Ist das übertrieben? Nein, ist es nicht. Das ist vollkommen im Rahmen. Ach verdammt, jetzt habe ich es falsch gemacht. Zack. So, machen wir eine kleine Beleuchtung hier drin. Nehmen wir das Teil mal mit nach oben. So. Platzieren Bullshit hier. Und, oh, es wird dunkel, jetzt sollten wir uns mal wirklich beeilen. Kann ich das damit abbauen? Kann ich nicht. Kann ich das damit abbauen? Kann ich auch nicht. Ich glaube, das kann man nur mit dem Hammer abbauen, ne? Ja, gut. Was willst du machen? Lassen wir das mal so stehen. Jetzt ist der Typ im Loch drin, da. Der Typ hat echt keinen Plan vom Leben, Alter. So. Ach ja, Terraria, ich habe dich vermisst ein wenig, muss ich mal so sagen. Ach, nee. Ach, shit. Tja, ihr seht, die Holzwand, sie reicht einfach nicht. Ich habe ja gesagt, es ist nicht übertrieben, das ist vollkommen normal. Habe ich das gesagt? Ich glaube, ich habe es gesagt. Ich habe einfach gesagt, das ist ziemlich normal, so. So, jetzt gucken wir hier. Jetzt kann man so eine geile Behausungsanfrage machen. Und hier machen, diese Behausung ist geeignet. Ich verarschen, man muss doch hier in so einen Tisch und Stuhl und so. Warte. Ja, dann lass ihn da drin wohnen. Komisch, eigentlich sollte sich die Sache selber so aussuchen. Na egal, warte. Wir machen mal. Das ist aber nicht schön. So. Boah, verschluckt. So. Dann machen wir mal so eine geile Holzklappe hier. 3 Stück brauchen wir davon gerade nur. Stellen die, machen die uns hier hin. Da können wir nämlich so hin und dann runter. Nach einer Zeit werden hier NPCs eintreffen. Das verspreche ich euch. Ja, gut. Kumpel, kannst hier eins... Ja, jetzt haben wir es gemacht. Jetzt haben wir Linksklick gemacht. Da wie den Stuhl. Der Typ wohnt jetzt offiziell hier drin. Es ist sein Haus. Oh, hoppla. Komm her. Ihr wollt Stress? Kommt doch, Alter. Kann ihr euch noch gebrauchen. Es ist gleich Nacht. So. Ja, zack, in die Enge getrieben. Zack, Junge. Dann holen wir uns lieber ein bisschen Holz mehr. Ein bisschen Holz mehr, Alter. Boah, ich bin noch ein bisschen krank, das tut mir leid. Da muss man aber noch hören, meine Nase ist zu. Und ich habe noch ein bisschen Halsschmerz. Okay, mein Hals tut nicht weh. Es ist nur der Schleim, der noch drin ist. Ja, das tut richtig weh, wenn ich ihn huste ein bisschen. Aber es geht, solange, ja. Ich kann aufnehmen. Und solange, so. Können wir mal nach rechts laufen. Es ist eine Mittelwelt. Ich habe noch nie auf einer Mittelwelt gespielt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer so klein genommen, weil ich dachte mir so, nicht so groß, ne, sonst hier. Rapture! Heißt es Rapture? Irgendwie sowas hieß es. Rapture. Rapture hieß dieses Biom, oder? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Egal. Nicht so schlimm. Irgendwie sowas was. So lila, so, und da fliegen ganz so komische Dinger runter. Und da musst du in den Untergrund in so eine Grube rein. Und dann sind da unten so geile, Kugeln, die baust du mit deinem geilen Hammer ab, ja. Oh ja, da ändert sich die Musik, ist es Nacht.
Ja, das ist so eine geile Kugel, ja, und die baust du ab, wenn du drei davon abbaust, kommt, glaube ich, ein Endgegner. Ja, dann. Und wenn man so eine Kugel abbaut, dann landet irgendwo ein Komet in der Welt. Und den werde ich abbauen, ja. Den werde ich abbauen, nämlich damit. Damit ich mir eine Meteoritrüstung machen kann. Und ich glaube, damit muss ich mir auch so ein Laserschwert machen. Warte, wer war noch? Gut. Oh! Was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, das war ein Timer, ja, den ich mir gestellt habe. Ich habe mein Handy ist kaputt. Ich muss es über einen Browser machen. Deswegen ist eigentlich perfektes Timing. Ist gerade Nacht geworden und da fliegt so ein Dämmenei rum. Die Glühbirnchen fliegen in der Gegend rum. Ein fliegendes Auge ist auch schon da. Der Typ ist mit einem Eichhörnchen da unten unterwegs. Die vergnügen sich ein bisschen, ne? Der Brandon, ne? Der mag ja Eichhörnchen. Und wir chillen als Alien mit blauen Haaren, blauer Bekleidung und grünen Schuhen. Das ist übrigens ein Zombie. Chillen wir hier unten unser Live. Komm mal hier, was? Das ist die erste Folge, den klatschen wir jetzt einfach. Komm. Jetzt schon CD Dinger, ey. Fuck off! So, die lassen Münzen fallen, damit kann man sich später bei dem Händler irgendwas kaufen. Aber das war's auch schon, ja. Tut mir leid. Haut rein, bis zur nächsten Folge Terraria. Terraria, ciao.